Hallo und willkommen zurück zu Xenonauts, Folge 104, Mission 82. Und wie man hier sehen kann, ist mir ein Gebäude auf den Kopf gefallen und hat hier gut Leute zertrümmert. Diejenigen, die hier diese Power Armor anhaben, die haben davon nichts abbekommen. Allerdings sind die anderen da drin ziemlich verendet. Dann werde ich das Tor mal öffnen und da mal reinschauen. Oh, da ist aber sehr offen. Den kann auch jeder erreichen, aber dazu muss der auf Seite gehen, denn die würde ich erschießen. Ach, den hatte ich ja auch noch auf Seite gestellt. Dann sind da wirklich nur Knuckles verendet. Den Shotgunner, den hatte ich auch vorher noch unwissentlich gerettet. Ja. Feuer. Zerstört. Da kann ich jetzt seltsamerweise immer noch reingucken. Nicht kaputt gegangen bisher. Jetzt kann ich da nicht mehr reingucken. Das ist ja ein Bullshit. Okay, da scheint aber alles sauber zu sein. Dann ziehe ich die verbleibenden Leute mal ran. Wenn der gestorben wäre, dann hätte ich mich geärgert. Der sollte nachladen noch. Der auch. Okay, da hinten in die Ecke. Und jetzt kommt erstmal eine Runde Nachladen. Klack, klack. Klack, klack. Und fertig. Ja, soll ich die Türen da hinten aufschießen oder? Ich mir hier gerade noch eine Notiz setzen, dass ich die separat bearbeite mit Virtual Dub, denn ansonsten
macht er bei der zweiten Datei die Tonspur kaputt, wenn der gecrashed ist. Da habe ich mir jetzt gerade ein paar Notizen gesetzt. So, da werde ich auf jeden Fall die Türen dann kaputt schießen. Eine nach der anderen. So, fangen wir hier an. Sieht sauber aus. Der letzte Raum könnte jetzt mit der Gruppe etwas schwieriger werden. Wobei ich glaube, da waren Teleporter und Türen. Also kann ich zur Not hochteleportieren, die Türen aufschießen, runterteleportieren, hochteleportieren, gucken, ob da wer ist und dann einfach alles nacheinander kaputtballern. Das wird schon irgendwie funktionieren. So, die Tür aufschießen. Das war nichts. Dann warte ich noch eine Runde. Sonst habe ich zu wenig, die da eventuell darauf reagieren können, falls da einer hinter ist. Wäre sowieso cleverer, wenn ich das mit dem anderen aus dem anderen Winkel erschießen würde. Damit der da geradeaus durchschießen kann, wenn da einer hinter ist. So, dann schießt du die Tür jetzt noch auf. Sauber. Das ist aber nur eine Leiche. Alles sauber. Dann ziehen die mal gerade nach. Ich muss danach aber die Türen dahinter auch noch kaputt schießen. Bis dahin. Was mich natürlich hier komplett töten würde, wäre, wenn da gleich Reaper auftauchen sollten und die es schaffen, jemanden von mir aufzufressen, dann habe ich ein Problem. Okay.
Das sieht sauber aus. Gut, jetzt machen wir die andere Seite noch. Sieht genauso sauber aus. So, dann laufe ich mal kurz da rein. Oh, alles sauber. So oder so werden die jetzt abblocken, wenn da einer reinkommt, aber wenn da natürlich ein Reaper reinkommt, dann sind die eh aufgefressen. Machen wir so. Na gut, abgeblockt sind die nicht. Wenn da jetzt jemand runterkommt, der kann auf die, kann eigentlich auf jeden schießen. Schön. Jetzt dreht er sich um. Und da ist er abgeraucht. Den lasse ich jetzt erstmal solo da stehen. Und positioniere die Truppen so dahin, dass die nächste Runde alle hoch und sich in einem anderen positionieren können.
So. Auf geht's. Gut. Da ist tatsächlich ein... Ne, das ist eine Leiche. Okay. Da ist auch nichts. Der sollte, wenn möglich, da einen Schuss rauskitzeln. Deckung ganz gut zerlegt. Kann ich auch mit leben. Das Problem ist, dass die da nicht wirklich dran kommen, weil das Ding hier wahrscheinlich ja, ein 100% Block ist. Das heißt, die müssten auch von der anderen Seite kommen. Haben natürlich dafür jetzt viel zu wenig Punkte. Der könnte da angreifen, so. Schön. Dann fehlt da nur noch der Kommando. Oh, scheiße. Haha, Arsch. Da habe ich die doch nochmal genau richtig positioniert. Muss ich mich jetzt da oben erst wieder umschauen. Gefällt mir jetzt nicht so. Das Problem ist jetzt, dass ich die nicht schnell genug nachziehen kann, als wenn die da dann großartig schießen könnten. Ich könnte auf den einen Schuss abgeben mit dem Shotgun, auf den anderen einen Schuss mit dem hier. Das wird aber nicht reichen.
Deshalb werde ich jetzt Folgendes machen. Ich werde den. Moment, wo ist der? Wo kommt denn der raus? Der kommt genau hinter dem raus. Kriegt also auch der Gegner keine Unterbrechung. Dann werde ich den jetzt die Portale verstopfen. Mit dem hier. Dann der andere. Und dann kann ich die erstmal alle ranziehen. So. Portet der sich wieder zurück nach oben? Das sind drei. Denn da war vorher noch einer mit so einer fetten Rüstung. Den hier kann man auf jeden Fall von hinten umbringen. Und den eigentlich von der Seite. Machen wir erstmal einen von der Seite. Da war aber halt noch einer. Gleich nachladen und danach die Runde wieder hochporten. Vielleicht hat er sich dann da wieder dahingestellt. Weniger im finalen Raum sind, umso besser, weil da werde ich so oder so schon ein bisschen an meine Grenzen stoßen mit den paar Leuten. Der hat kaum noch Ammo. Na gut, die könnten natürlich notfalls einfach rübergeben. Ist nicht zu sehen. Ich mache das aber anders. Ich schieße diese Türen auf. Das dauert zwar natürlich jetzt ewig, bis ich da getroffen habe.
Gut. Aber dann kann ich die ziemlich simpel danach mit den anderen Einheiten einfach wegpusten. Feuer. Das sind zwei von der Sorte. Und da nehme ich jetzt einfach den da. Und baller da eine Runde drauf. Ich muss sowieso noch einen Schritt nach vorne gehen. Feuer. Das war natürlich nicht so gut. Kann noch einer? Schießt da oder so drüber bei dem Ding. Kann auch von da schießen. Wobei, ne, der geht nach vorne, der muss zuerst nach vorne, weil er ansonsten beim Gehen auch noch eine Unterbrechung kassieren könnte. Wobei, was da sowieso nicht passieren dürfte. Naja, das war nichts. Machen wir hier das auch noch. Der hat eine richtig dicke Waffe. Aber hier habe ich ja meinen Elite-Typen auch noch. Den schicke ich aber als zweiten hoch. Der zuerst. Also gehen. Feuern. Zurück. Gehen. Feuern. Hat nicht gereicht. Na gut, die schaffen es sowieso nicht, dann so schnell hinzukommen, dass sie den Porter benutzen könnten. Stehen beide nebeneinander. Das ist auch sehr schön. Geht der wieder? Den kann er erwischen. Einen Schritt gehen. Sich da. Beide suppressed, sehr gut. Einer weniger.
Der andere geht nicht. Dann machen wir hier das auch noch. Der sieht aber leider keinen. Dann... Moment. Stellen wir den da hin. Der sich beeilt, müsste das eigentlich passen. Ja. Naja, du warst leider nicht getroffen, dann passt da nix. So. Drehen. Der kann nicht drehen, der drehen, der drehen. Lass mal wieder nachgucken. Okay, die stehen jetzt super günstig da. Sehr gut. Nächste. Mal 10. Waren aber nicht alle. Der muss nachladen. Da ist anscheinend noch jemand. Na gut, der muss auch nachladen. Kann natürlich auch sein, dass er draußen irgendwo rumgeistert. Ist er. Feuer. Das war nicht so erfolgreich. Hat sich wieder verdrückt. Nachladen. Das sind noch zwei. Nee, Quatsch, das ist kein Der ist auch so mit so einem braunen Schuppen. Da brauchen wir. Der könnte da eventuell was reißen. Leider nicht gereicht.
wunderbar. Ducken, Feuer. Und geschafft. Sergeant, Sergeant, Sergeant. Wen haben wir verloren? Ein Corporal. Und vier Sergeants. Und ja, Corporal ist halt eins niedriger als Sergeant. Das sind halt alles Noobs gewesen, die verloren sind. Ist natürlich auch sehr schade. Aber jetzt auch kein Beinbruch. Ja, dann ist es wieder Zeit für einen Schnitt. Und bis zum nächsten Mal.